Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, trage ich gerade gar nichts auf dem Gesicht, denn ich wollte unbedingt die Fit Me Foundation nochmal austesten. Ich hatte sie heute Morgen schon mal draufgetragen, mir hat aber das Finish leider nicht so zugesagt, muss ich sagen. Ich hatte sehr vergrößerte Poren und ja, es war nicht so richtig, es hat mir nicht so richtig gefallen, sage ich mal. Ich würde sagen, wir tragen auf der einen Seite, ich habe jetzt auch meine Tagespflege, das ist für mich einfach im Sommer eine Tagespflege, es ist kein richtiger Primer, er macht einfach nichts. Ich würde sagen, wir tragen uns einen porenverfeinernden Primer auf, und zwar den von The Ordinary, der ist günstig, der ist beim Douglas zu haben, und den trage ich auf die rechte Seite mal auf, um zu gucken, was die können. Also, was es mit dem Hautbild einfach macht, wenn wir einen Primer auftragen. Ich denke, das ist sehr sinnvoll, weil viele benutzen Primer, viele aber auch nicht. Ja, wir können dann einfach gucken, was die Foundation kann. Ich habe heute Morgen 4 Pumphübe gebraucht. Ich trage den jetzt erstmal so großzügig auf. Ich habe gerade 2 Pumphübe benutzt. Die Foundation wirkte ziemlich dunkel. Mal gucken, welche Seite mir im Endeffekt besser gefällt. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein Update zu dieser Foundation machen. Und zwar möchte ich sie jetzt erstmal 4 Tage lang testen. Das heißt, morgen, übermorgen und am Donnerstag nochmal, um zu gucken, was sie wirklich kann, damit ich euch wirklich eine Review geben kann. Ich denke, wenn ich 4 Tage lang sie alleine teste und einen Tag dann im Auftrag, dann kann man einfach mehr sagen, was so eine Foundation kann. Seht ihr das? Also, es ist gleich, muss ich sagen, geblieben. Habe ich euch überhaupt gezeigt, wie die Foundation aussieht? Das ist die auch 125. Es ist für mittleren Hautton. Man könnte meinen, es wäre mir ein bisschen zu dunkel, wobei es eigentlich passend ist. Ja, also es passt eigentlich. Nur komme ich noch nicht so ganz damit klar. Dann Concealer. Benutze ich den von Bourjois. Vielleicht kennt ihr den. Das ist ein Healthy Mix Concealer, heißt der. Und ich habe auch die passende Foundation. Ich musste sie ja unbedingt haben. Und jetzt habe ich sie gar nicht benutzt. Gleich bald ist der Concealer dann alle. Und dann fange ich an, die Foundation zu benutzen. Total bescheuert. Weil ich sie extra eigentlich für ein Video gekauft hatte. Und heute soll sich das alles um die Nabla Dreamy Palette gehen. Mein zweiter Look möchte ich mit euch zusammen kreieren. Mein Sohnemann ist gerade auch beschäftigt, von daher passt das. Ich muss sagen, diese Foundation muss man ganz, ganz dünn auftragen. Dann hat man so einen schönen Glow, aber es geht nicht in die Fältchen. Seht ihr das? Es war gerade so ein bisschen in den Fältchen. Und ich muss auch sagen, die Foundation-Seite, die hier, also die mit dem Primer, gefällt mir ein Ticken besser, denn es ist nicht ganz so groß. Ich hoffe, ihr erkennt das. Es ist nicht ganz so große Kratern an Poren. Wobei mich das eigentlich auch nicht stört, ganz ehrlich. Ihr solltet mir ja zeigen, wer keine Poren hat. Gibt ja alles an Meckereien, ne? Dann sollte man sich daran gewöhnen, dass man das hat, was man eben hat. Und ich denen immer entgegenwirken möchte. Dann würde ich sagen, packe ich auch mal zusammen. Die Foundation sitzt eigentlich relativ gut im Moment. Ich benutze ein Puder. Und
trage das mit einem fluffigen Pinsel mal auf. Das ist jetzt von Make Up Revolution. Ich denke, hier sieht man ganz, ganz arg, wie es eigentlich glowt. Also, dass es ziemlich glowy ist. Dieses Puder war nicht teuer und es ist echt gut. Also, ich habe davon noch ganz viele gehabt. Ich habe das jetzt meiner Tante einfach mal mitgeschickt. Mal gucken, ob sie was damit anfangen kann. Ist eh transparent, was ich ihr geschickt habe. Und das hier ist, glaube ich, auch transparent. Oder Soft Pink. Aber es ist gar nicht so pink dann auf dem Gesicht. Von daher geht's. Ja, es geht. So. Dann als Bronzer habe ich auch was ich noch mal testen möchte, und zwar von Catrice. Ich hatte denen schon keine Chance mehr gegeben, weil ich einfach, ja, ich möchte nicht immer aufpassen auf meine Produkte, wie ich sie auftrage, aber zur Sicherheit gebe ich denen einfach mal eine Chance. Und trage den Versuch, ich einfach mit leichterer Hand aufzutragen. Hat eigentlich eine relativ schöne Farbe, muss ich sagen. Gefällt mir jetzt gerade mega gut. Muss mal gucken, ob ich den da habe oder ich den weitergeben kann. Das war der Catrice Bronzer in der 020 Deep Bronze. Deep Bronze. Der war jetzt auch von der lieben Jenny, die mir das super süße Paket geschickt hat mit ihrem super schönen Brief. Ja, ich fand den Brief super schön. So. Therapiestunde könnte man diese Looks auch nennen. Also ich könnte sogar so aus dem Haus gehen, es würde mich nicht stören. Ich finde das immer schön, wenn so ein bisschen, ja, ich fange auch an zu schwitzen, ich weiß nicht, woran das liegt. Dann doch aussortiert, wenn ich auch vom MAC Cosmetics diesen hier. Das ist absolut nicht meine Farbe, das hatte ich schon am Anfang gesagt. Ich packe aber so ein paar Sachen rein, die ich dann aussortieren werde. Den hier für den Sommer behalte ich. Aber ich möchte das irgendwie so machen, damit man es mehr, also verständlich hat, sage ich mal. Ich schwitze absolut. Und heute Mittag oder heute Morgen um 9 Uhr ließ sich die Foundation auch nicht auf der Nase auftragen. Meine Güte, hatte ich Probleme damit. Jetzt geht's. Keine Ahnung. Habe ich gestern eine Maske benutzt? Ich glaube nicht. Vorgestern habe ich eine Maske. Gestern war ich zu faul. Gestern habe ich keine benutzt. Nee. Okay. Ich benutze einen Lidschatten, und zwar von Freedom. Das sind so einzelne Lidschatten, die ich mal bestellt hatte für so ein Augenbrauenpuder. Ich würde mich freuen, wenn ich da einen Hit the Pen erreiche, weil ich es echt schön, also ich finde es gut, dieses diesen Lidschatten. Der ist gut pigmentiert, macht sich gut als Augenbrauenprodukt super, und ich feiere es. Aber ich muss so machen, dass ihr was seht und ich was sehe. Bringt ja nichts, wenn ihr noch was seht. Ja, so. So. So, super schick, würde ich sagen. Als Blusher benutze ich hier mal diesen neuen von Catrice wieder mal. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Man kann einfach entscheiden, was für eine Farbabgabe man haben möchte. Heute Morgen habe ich was anderes benutzt.
Aber ich habe dieses Öl einfach, es hat mich einfach in den Fingern gejuckt, es auszutesten. Man kann es auch gar nicht so rühren, weil dann entsteht nämlich so viel zu viel Pigment überall. Ich würde das auch empfehlen, nicht zu rühren, sondern nur so rein zu dipsen an die Stellen, wo man halt rein möchte. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Und als Highlighter, was möchte ich als Highlighter benutzen? Kram ich mal aus meiner Schatztruhe meine Highlighter raus. Ist meine Blush-Palette. Wisst ihr, welchen ich schon ewig nicht mehr benutzt habe? Ist der Luminizer von The Balm. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Palette. Und da benutze ich diesen wunderbaren Pinsel. Klopfe auch das Produkt wieder dahin, wo ich es her habe. Aber ich muss sagen, er liegt schon so. Man muss ihn schon groß. Ich mag es zum Beispiel nicht, wenn ein Highlighter nur da oben ist. Ich möchte nicht, dass man sieht, dass ich Blush-Highlighter und aufgetragen habe, sondern eher so großflächig dann. Wisst ihr, was ich meine? Dass es so ein bisschen soft aussieht. Meine Mama hat es super gut gefallen. Ein bisschen Milchbart zaubern. Hat super gut gefallen, wenn ich so großflächig. Sie hat gesagt, boah, das will ich auch mal ausprobieren. Dann habe ich sie geschminkt gehabt und es hat ihr super gut gefallen. Wie oft habe ich jetzt super gesagt? Ja. Ich hoffe, ihr erkennt diesen Glow. Ich muss heute leider mit der Softbox filmen. Eva Eyeshadow Base, die ich euch auch empfehlen kann. Sie ist aber nicht wirklich deckend. Also die Wurst, die da rauskommt, ist vielleicht hautfarbend. Aber was man dann im Endeffekt hat, ist nicht wirklich hautfarbend. Leider. Ich hätte lieber ein neutraleres Produkt noch gehabt. Also sie ist schon leicht, vielleicht seht ihr das im Unterschied, leicht. Aber nicht, dass man sagt, okay, sie ist wirklich komplett deckend. Zum Hautbild muss ich sagen, gefällt mir viel, viel mehr als was ich heute Mittag drauf hatte, bevor ich schlafen gegangen bin. Ja. Deswegen war es für mich ein Foundation-Fail, dass ich sie heute ausgetestet habe, weil ich mich einfach hingelegt habe. Ich mache ja immer meine Lippen sauber. Naja, mein Fieberbläschen wird auch nicht besser. So, die Dreamy Palette von Nabla. Ich hatte einen wunderschönen Look schon mit diesem wunderbaren Lila gezaubert, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Jetzt würde ich doch gerne in die Nude-Richtung gehen. Vielleicht sogar die unterste Reihe testen. Ich glaube, wir nehmen mal die unterste Reihe durch. Ich trage mir erstmal eine Übergangsfarbe auf und zwar dieses Lila. Ich sette meine Lidschattenbase nicht, um zu gucken, was passiert, wie intensiv das Ganze wird und ja, was wir einfach machen können. Ich bin ja so übelst im Schwitzen. Ja, YouTube ist gar nicht mal so günstig, muss man sagen. Als Hobby zu haben, das ist wirklich wie Briefmarken sammeln. Man sammelt und sammelt, ne? Und hat dann so viel, vielleicht kriegt man dann die Krisen verkauft. Aber im Endeffekt ist das echt ein teures Hobby.
So. Super schick. Ich hoffe, ihr erkennt das. Ich kann euch ein bisschen dran zoomen. So. Ich hoffe, ihr erkennt den Übergang. Ich finde ihn nicht mal so gleichmäßig. Vielleicht liegt das auch an meiner Grundlage. Keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Dann benutze ich einen etwas größeren Blenderpinsel und gehe in das Dunkelbraun hier. Das ist die dunkelste Farbe aus dieser Palette und die werden wir auch mal testen, wie die so ist. Und die versuche ich aber trotzdem soft aufzutragen. Hier hatte ich ein verwachsenes Haar. Ich hoffe, ihr seht das hier. Ein bisschen schwierig. Das mit diesem komischen Rasierer da. Ein bisschen so. Schon mit einer leichten Hand. Aber halt einfach dunkler machen, ne? Einfach mal dunkel machen. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, es entwickelt sich ein Streifen. Ich nehme mal einen anderen Pinsel. Gefällt mir nicht gerade so, muss ich sagen. Ich nehme einen anderen Pinsel und versuche nochmal in das Lila reinzugehen und einfach das Braun auszublenden. Vielleicht ist es auch, weil ich zu tief in die Innenwinkel gegangen bin. Ich habe keine Ahnung, was ich ja gar nicht mag. Ich sehe dann einfach nur krank aus. Es sieht einfach nicht so schön aus, wenn man, finde ich persönlich, in die Innenwinkel hier geht. Da müssen wir gleich mal richtig schön Glitzer reinballern oder irgendwas anderes. So, dann trage ich mir ein Lidschatten auf. Ich nehme einen fluffigen Pinsel, das könnte man als Blender nehmen, man kann es aber auch als Lidschatten, flacher Lidschattenpinsel nehmen und trage mir den untersten Ton hier auf, das ist so, so wunderschön, trage mir den auf und ich glaube, ich brauche nicht mal anzusprühen, aber ich möchte das nicht wagen, weil ich noch aus dem Haus gehe und trage mir den hier so auf. Ja, Halleluja, wie gut bist du? Wie gut ist er? Sag mir bitte, wie wunderschön dieser Lidschatten auf dem Auge ist. So, und das Ganze mache ich natürlich auf der anderen Seite auch. Wenn man so fluffige Pinsel nimmt, dann hat man einfach das, dass er viel Produkt aufnimmt, aber auch viel abgibt. Das könnte aber bröselig auf den Augen wirken. Deswegen, also unter den Augen meine ich, nicht auf dem Auge direkt, sondern könnte unter dem Rose Gold. Und das trifft eigentlich fast, doch es trifft schon Rosé Gold. So. Okay, ich habe hier noch einen Blushpinsel, den ich mir mal sauber machen werde und mache den Fallout, den ich erwischt hatte, einfach weg. Ich benutze diesen roten Ton ziemlich gut und trage den mir unten auf.
Können wir den auch nochmal integrieren in den Look rein. Und ich benutze ihn oben auch als Blendfarbe für die anderen zwei Lidschatten. Ich muss sagen, was muss ich sagen? Ich mache nochmal Lidschatten drauf. Ich benutze nochmal das Roségold und sprühe das nochmal an, weil ich finde, auf dem Auge ist extrem und auf dem nicht ganz so. Deswegen möchte ich das nochmal. Also ich finde ganz bezaubernde zwei Looks mit diesen. Mich. Die Matten sind nicht ganz so. Sie sind schon okay, aber sie hauen mich jetzt nicht so um wie die schimmernden. Ja, dann gehe ich natürlich mit einem sauberen Pinsel nochmal über alles drüber. So. Und dann möchte ich dieses Weiß, das ist der einzige helle Ton in dieser Palette, der Wumms hat, sage ich mal, also an Helligkeit. Und den möchte ich jetzt auch benutzen, denn ich möchte meinen Innenwinkel ein bisschen aufpeppen. Ich habe das gerne hell. Ich habe das einfach gerne hell, es öffnet gleich, es macht einfach viel aus. Deswegen am besten so. Was ich jetzt tun werde, ich werde jetzt Mascara auftragen, Lidstrich ziehen oder meine Wimpern verdichten. Und auch, seht ihr, ich arbeite auch hier schön da, wo halt einfach lila ist. Da braucht man keine Korrektur, sondern einfach nur so. Gefällt mir sehr gut. So, auf jeden Fall werde ich jetzt alles andere machen und dann komme ich nochmal zurück. So, ich habe noch eine Idee. Und zwar habe ich jetzt meinen Wimpern ganz ein bisschen verdichtet mit dem Schwarz. Sieht aber so hart aus. Deswegen benutze ich nochmal das Dunkelbraun und trage mir das ganz, ganz nah hier auf. Auf das Schwarz. Habe ich einfach. So. Ich denke, dass das ein bisschen besser aussieht als eben gerade. So, dann tusche ich meine Wimpern und dann komme ich zurück. So, mein Look ist fertig. So verlasse ich das Haus. Ich sprühe noch ein bisschen was drauf, dass ich gesettet bin. Aber ansonsten muss ich sagen, gefällt mir dieser Lock ganz gut. Ich habe nochmal auf meinen Lippen aufgetragen, die 140. Das ist mein absoluter Lieblingslippenstift von Maybelline. Ich liebe ihn, weil er einfach zu mir als Typ passt. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe den schon mal nachgekauft. Also ich hatte den mal, habe ihn platt gemacht, dann nochmal nachgekauft und auch wieder platt gemacht. Und das ist jetzt mein zweiter oder dritter. Ich würde jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, aber die 140 Intensive Pink. Ich habe mich mega drüber gefreut. Ich muss sagen, dieser Look ist wirklich romantisch, verführerisch und ich würde sogar sagen, ein bisschen Dramatik, aber nicht zu viel, weil einfach auch nochmal was Helles dabei ist. Und ja, an sich gefällt er mir wirklich sehr, sehr gut. Auch die Foundation sitzt einfach viel, viel besser mit Primer, muss man sagen. Naja, wir werden austesten, was so die nächsten paar Tage es ergibt. Und dann, ja, was sagt ihr? Ich bin restlos begeistert von einer Palette. Schon wieder habe ich ein gutes Ding gemacht. Ich dachte, die wäre nicht so gut. Aber mich hauen einfach diese schimmernde Töne um. Und es ist wirklich eine Palette, die gut zu grünen Augen passt und auch zu braunen. Braun, grün, blau, ja auch. Eigentlich kann man nicht meckern, ne? Eigentlich passt sie wirklich zu allen Tönen. Also zu allen Augenfarben. Von daher gönnt euch, wenn ihr Bock drauf habt. Bei mir klappt's. Also bei mir hat's gut geklappt. Klar, man muss gucken, was man will, wenn man jetzt das. Aber so im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr zufrieden, muss mich nicht abschminken, bin zufrieden mit dem Look, bin zufrieden, dass ich die Palette mir ergeiert habe. Bei der Julia Place hatte ich gleich mal einen ersten Fail.
Ja, ich habe keine Ahnung. Sie ist halt so ein bisschen, wie soll ich sagen? Sie ist gut pigmentiert, ja. Aber irgendwas macht sie so trocken. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es dieses Made in China oder wo sie auch herkommen. So an sich ist sie echt geilo. Und ich hoffe, ihr erkennt auch die Farben von der Palette. Wirklich richtig toll. Aber das hat gleich funktioniert. Witzig, ich musste da nicht noch mehr Arbeit reinstecken. Und bei der Juvia's Place Palette würde ich jetzt niemanden erstmal empfehlen. Ich bin glücklich, dass ich so das Haus verlassen kann. Jedenfalls fühle ich mich wohler als heute Mittag, heute früh. Ja. Voilà. Bis zum nächsten Mal. Ciao.